Mein Akku blinkt. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Bilderbuch-Video. Ja, ich sehe genauso aus wie in dem anderen Video. Verwirrt euch nicht, das ist nicht dasselbe. Ich drehe nur zwei hintereinander direkt, deswegen habe ich mich hier umgezogen. Aber ich habe heute meinen Drehtag und drehe das einfach jetzt alles am Stück weg, weil ich das weg haben will. Nein, das klingt irgendwie so negativ, aber ja, ich brauche halt mal wieder so ein bisschen Drehtag. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich hatte Lust drauf und deswegen drehe ich jetzt einfach mal mehrere hintereinander. Und meine Stimme lässt langsam nach. Also wenn sie zwischendrin aufhört, dann mache ich mit Zeichensprache weiter. Nein, ganz... War nur Spaß. Aber ich muss zwischendurch mal husten. Dann gibt es Schnitt, Cut, Schnitt, Cut. So. Schnitt und Cut ist dasselbe, nur in einer anderen Sprache. Ah, ihr habt nichts mitbekommen. So fangen wir an. Ich stelle euch in diesem Video auf jeden Fall drei Videos vor. Und drei Videos vor. Sollte aufhören. Okay. Ich stelle euch in diesem Video jetzt drei Bücher vor, die ich gerade auch heute frisch in der Bibliothek. Die ich gerade heute auch frisch im Kindergarten vorgelesen habe und dadurch sozusagen noch präsent die Situation bzw. die Reaktion auf diese Bücher habe. Zumindest für zwei davon. Und mit den zwei fangen wir auch direkt an. Und zwar habe ich dieses Buch bei Avell gesehen. Und ich fand das schon von der Aufmachung her, also das Cover hat mich total überzeugt. Und dann habe ich mir das mal so angeguckt, worüber es geht. Und ich fand das so coole Idee. Großartig. Und zwar von Carsten Teich, Suchst du Streit? Guckt euch mal dieses Cover an. Ich finde das Cover so großartig gewählt. Und es passt natürlich auch zum Thema, denn es geht darum, dass ein kleiner Cowboy plötzlich aus dem langen, weiten Weg auf einen zukommt. Und anfängt zu provozieren, indem er sagt, was glotzt du so? Ja, und das spricht halt das Kind halt direkt an. Also das Kind kann direkt interagieren und sagen, ich gucke doch gar nicht. Ich glotze nicht, ich gucke oder so. Oder es kann halt, also natürlich steht auch der Text dann da, was glotzt du so, steht dann halt, ich gucke nicht. Wo habe ich das denn? Ich glotze nicht, ich gucke, steht da halt natürlich die Antwort. Man kann das einfach mal vorlesen, aber man kann auch die Kinder dazu animieren, dass sie halt selber etwas sagen zu diesem Cowboy. Denn eigentlich spricht ja der Cowboy die Kinder direkt an. Also er spricht sie halt direkt an. Du, ja, du bist gemeint und überhaupt. Und das Lustige daran ist ja, dass dieser Cowboy eigentlich voll die Lusche ist. Am Ende müssen die Kinder dann halt ganz, ganz fest pusten und der wird halt ganz weit weggeweht. Ganz, ganz weit wird er weggeweht bis auf den Mond. Und ich finde diese Geschichte so schön. Ich finde diese Geschichte so lustig. Also die Kinder haben sich echt totgelacht, obwohl es eigentlich ganz schnell gelesen ist, weil es wirklich sehr wenig Text hat und die Kinder auch sehr schnell halt kapieren, worauf, was das Buch will, fanden die es großartig. Am liebsten hätten sie es direkt nochmal gelesen und ich habe dann es auch, die Erzieherin hat es das dann auch angeguckt und hat gesagt, das findet sie auch großartig, dass die Kinder halt interaktiv mitmachen können und ja, super. Ich finde dieses Buch toll, es ist in so einem riesengroßen Format. Ich meine, ja, 14,99 € hat es gekostet. Es ist auch wirklich riesig. Also, es ist recht teuer dafür, dass es halt eigentlich eine Geschichte ist, die wenig Seiten hat. Aber ich finde, man kann das immer wieder lesen und immer wieder lesen. Und beim fünften Mal lesen wissen die Kinder dann auswendig, was sie sagen sollen. Das macht dann noch mehr Spaß. Und ja, das ist halt einfach ein Buch, das man immer wieder in die Hand nimmt. Und deswegen wollte ich euch das mal vorstellen. Dann das zweite, was ich heute gelesen habe im Kindergarten, ist von Nicola O'Byrne. Huch, wo geht's denn hier hin? Hilf dem Krokodil und öffne die Türen. Das ist ebenfalls ein Buch, das die Kinder animiert zu schütteln, zu rütteln, zu kippen, zu pusten, zu zeichnen. Alles ist hier drin. Und zwar geht es um ein kleines Krokodil, das im Dunkeln sitzt. Und wir möchten ihn jetzt nach Hause bringen. Doch es ist nicht so einfach.
man muss praktisch mit den Fingern halt hier so die Sachen nachzeichnen und dann soll das Kind an irgendwas denken, was Wasser hat. Und dann entsteht eine Tür. Man kann die Tür aufmachen und dummerweise hat man vielleicht an den Ozean und das Meer gedacht und jetzt ist er halt im Meer. Dann soll man zeichnen, dass das halt, dass er hier einen Abfluss hat. Dann später muss man irgendwie schütteln und pusten, damit der Schnee weggeht. Also der befindet sich immer wieder an einem falschen Ort. Bis wir halt am Ende schaffen, das Krokodil halt an seine Heimatstadt zu bringen, beziehungsweise Heimatort zu bringen und er wieder sicher da angekommen ist. Und das ist super lustig gemacht. Also die Kinder müssen, sollen an etwas Bestimmtes denken. Also sie dürfen sich irgendwas überlegen. Und dann kann man sie nachfragen, na, woran hast du denn gedacht? Es soll halt kein Wasser. Es soll Wasser drin sein, aber nicht zu dunkel, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Die Kinder werden animiert, halt diese Schwungübungen nachzufahren. Sie werden animiert, dann später das Buch zu kippen in die richtige Richtung, damit das da durch die Tür passt. Der muss einmal mal geschubst werden, also auf das Buch zu klopfen, damit er halt da durchpasst. Also es sind unglaublich viele Sachen, die man halt aktiv mitarbeiten kann, wo wirklich die Kinder nicht nur da sitzen, sondern sie müssen halt aufstehen und agieren. Und im Kindergarten haben sich die Kinder darum gerissen, wer darf jetzt als nächstes die Seite umdrehen, wer darf das nächstes schütteln oder pusten. Und ja, das Pusten ist zum Beispiel sogar noch eine Animation, die alle zusammen machen können. Alle pusten so fest sie können, damit sie halt dem Krokodil helfen. Ich finde das so süß gemacht. Ich liebe Bücher, wo die Kinder nicht einfach nur da sitzen und zuhören. Das ist auch super und es ist auch wichtig, dass sie einfach lernen, still zu sitzen und zuzuhören eine Weile. Aber es ist auch wichtig, dass die Kinder halt ihren Spaß an diesen Büchern haben und dass die Bücher immer gerne in die Hand nehmen. Und ja, irgendwann haben solche Bücher sowas an sich, wie auch bei dem Sus zu Streit, dass die Kinder das einfach auswendig können und schon fiebern darauf, was als nächstes kommt, weil sie es halt wissen. Und dann kommen sie sich besonders toll und schlau vor und das steigert so ihr Selbstwertgefühl und ich finde sowas immer super toll. Also ich liebe solche Bücher, deswegen kann ich das echt empfehlen. Interaktive, aktive Bücher, alles was irgendwie das Kind animiert, mitzumachen, ist toll. Und als letztes in diesem Video, und dann sind wir auch schon wieder durch, habe ich noch ein Buch, das ich jedenfalls großartig finde. Und allerdings ist das ein Buch, über das man auch mal, gerade wenn man etwas jüngeren Kindern vorliest, sagen wir mal so ab 3, 4 vorliest, auch noch ab 5 Erklärungsbedarf hat. Und zwar Ich will einen Löwen von Annemarie von der M. und Marc Janssen. Das Ganze hier kostet 14,99 €. Ich habe, glaube ich, bei dem Krokodil, aber ich weiß es auch gar nicht mehr. Das Krokodil war, glaube ich, teuer. Ich glaube, 16,99 €. Aber ich habe es gebraucht gekauft. Und zwar geht es hier um einen kleinen Jungen. Er liegt abends im Bett und wünscht sich einen Löwen. Und die Mama sagt dann, nein, ein Löwe ist doch viel zu groß und viel zu gefährlich. Und dann wünscht er sich halt eben ein anderes Tier. Und für jedes Tier, das er sich wünscht, hat seine Mutter eine Ausrede, warum er das nicht kriegen kann. Und am Ende wünscht er sich einen Hund. Und von all diesen Tieren, die er sich gewünscht hat, ist der Hund sozusagen das allerwenigste Schlimmste, also das Normalste. Und deswegen erlaubt ihm die Mutter den Hund. Und eigentlich hat das Kind mit seinen ganzen Aussagen nichts anderes erreichen wollen, außer dass seine Mutter ihm einen Hund erlaubt. Was ziemlich raffiniert ist von dem Kind, dass er das so gewählt hat. Er stellt ihr die schlimmsten Haustiere ever vor, sodass der Hund nur noch ziemlich einfach erscheint und sie ihm dann den Hund erlaubt. Finde ich großartig, versteht leider nicht das Kind sofort, also zumindest nicht alle. Manche haben es verstanden, manche guckten mich dann einfach so an, wie aus welchem Baum, was wollte er jetzt. Auf jeden Fall finde ich die Zeichnungen super schön gemalt. Es ist eine Farbexplosion auf der Seite. Es ist halt immer so, dass es halt hier so eine Anspielung ist. Aber Finn will keine Heuschrecke. Und dann dreht man halt, also er wünscht sich halt eine Heuschrecke, das ist halt still und klein. Und dann wünscht er sich aber ein Nilpferd. Und dann explodiert die Seite praktisch. Je größer das Tier und bunter das Tier, desto bunter auch die Seite, die Explosion. Es ist so cool gemacht. Ich finde das so schön. Und auch diese Logik, dass er halt am Ende sich dann halt eben den Hund wünscht und den Hund auch bekommt. Und am Ende halt eben den Hund bekommt und eigentlich das erreicht hat durch einen List und einen Trick,
das erreicht hat, was er erreichen wollte. Natürlich wissen wir nicht, ob seine Mutter ihm auch so ein Tier geschenkt hätte. Das steht halt hier nicht in der Geschichte drin. Aber es ist, finde ich, eine super schöne Geschichte. Auch zum Anregen, wie man seinen Verstand gebrauchen kann und selbst bei Erwachsenen mit seinen Wünschen mal durchkommt. Klar ist es natürlich eine Geschichte, die halt eben auch von der negativen Seite betrachtet werden könnte. Er lügt schließlich seine Mutter an und er benutzt eine List und Tücke, um an sein Ziel zu kommen. Aber es ist ein Bilderbuch und es ist eine schöne Geschichte und ich finde auch Kinder müssen lernen, gewisse Dinge auf ihre Weise erreichen zu können. Und ich glaube nicht, dass die Mama sich dessen nicht bewusst war, was der Junge halt getan hat und was der Junge halt erreichen wollte. Aber sie hätte ihm wahrscheinlich auch so das Haustier erlaubt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nein, ich kaufe mir keinen Hund, dann würde mich eine Geschichte nicht umstimmen. Aber einfach diese Situation, in der er sich befindet, dass der Junge sich so viele Gedanken macht, um sein Ziel zu erreichen. Das finde ich super. Das animiert Kinder wirklich zu sagen, ich darf nicht aufgeben, um an ein Ziel zu kommen. Ich muss gucken, wie ich das erreiche, wie ich das schaffe. Und sehr schön, abgesehen davon, dass einfach die Bilder großartig sind. Ich finde diese Farben finde ich total toll und ich kann es euch echt empfehlen. Es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Und ja. Und irgendwann mal können die Kinder auch wieder mitsprechen und sagen, nein, aber er will keinen das oder das. Und ja, großartig. Kann ich euch echt empfehlen. 3 schöne Bilderbücher, die mir super gut gefallen haben und auch bei den Kindern sehr großen Anklang gefunden haben. Denn alle 3 habe ich schon im Kindergarten gelesen und habe damit auch immer die Reaktion der Kinder vor Ort. Und ja, finde ich super schön. Ich freue mich sehr, dass ich sie euch vorstellen konnte und schreibt es wieder in die Kommentare natürlich, wenn irgendwas dabei war, was ihr toll findet, was ihr euch auch kaufen werdet, euch zulegen werdet, euren Kindern vorlesen werdet. Eventuell, wenn ihr es schon gelesen habt, wie die Kinder darauf reagiert haben, das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Und ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Video, wenn ihr mögt. Und ich gucke gerade immer da hinten hin, weil mich die Nachbarn irritieren. Furchtbar finde ich das. Ich gucke immer genau auf das Tor von den Nachbarn, wenn ich hier sitze und da ist immer was los und das irritiert einen, wenn man so eine Bewegung im peripheren Blickwinkel sieht. Und ja, aber auf jeden Fall wollte ich nur sagen, macht's gut, bis dann.